Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps. Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo ihr Lieben, es geht wieder los und unsere vierte Staffel des Hallo Hebammen-Podcasts beginnt. Juhu! Hier vom Hallo Hebammen-Podcast und haben auch diesmal wirklich ganz viele tolle Themen für euch dabei und auch in gewohnter Hallo-Hebammen-Manier einige Gäste und Expertinnen auch noch eingeladen. Ihr dürft also sehr gespannt sein, was euch hier erwartet. Und ich würde sagen, Marie, jetzt legen wir aber los und verplempern gar nicht viel Zeit. Wir starten nämlich heute mit einem wichtigen Thema, nämlich das Saugverhalten des Babys und der wichtigen Frage, ob ein Schnuller wirklich sinnvoll ist. Ja, eine Frage, ich glaube, die wir im Hebammenalltag sehr oft gestellt bekommen. Ab wann darf ich einen Schnuller geben? Gebe ich überhaupt einen Schnuller? Auch heiß diskutiert ja heutzutage. Und ich hoffe, dass wir euch heute eine Antwort hier darauf geben können. Und ein wichtiges Thema, das wir heute auch noch ansprechen und erklären, ist nämlich, wie du schon gesagt hast, das Saugverhalten und vor allem, wie die Babys an der Brust und an der Flasche saugen. Das ist nämlich total unterschiedlich. Und da wird einem vielleicht schnell klar, welche Probleme vielleicht auch aufkommen können und welche auch nicht. Und ich glaube, ich beantworte heute die Fragen, die du mir stellst, oder? Absolut. Du bist heute diejenige, die da ein bisschen Licht in das Dunkel bringt. Na toll. Du wirst die hoffentlich gut beantworten, dass das auch unsere Hörerinnen und Hörer mal richtig locker. Vielleicht starten wir mal mit dem allgemeinen Saugen des Babys, was du da gerade schon angesprochen hast. Beziehungsweise, ich glaube, es interessiert viele da draußen, wo eigentlich der Unterschied liegt beim Saugen an der Brust und beim Saugen an der Flasche, was du gerade schon angeteasert hast. Wie ist der denn? Genau, vielen Eltern ist es nämlich nicht klar oder oft nicht klar, dass es hier wirklich einen Unterschied gibt beim Trinken an der Brust. Ist nämlich Folgendes zu beobachten, dass nämlich die Kinder den Mund weit geöffnet haben und die Lippen auch weit ausgestülpt sind, so ähnlich wie bei einem Fisch. Und dies erzeugt nämlich das nötige Vakuum, um die Milch effektiv aus der Brust entleeren zu können. Der Kiefer bewegt sich sehr intensiv und das Baby kontrolliert den Milchfluss durch die eigenen Saugbewegungen. Und so fließt die Milch, wenn das Baby saugt. Und wenn das Baby nicht saugt, fließt eben auch nicht die Milch. Das ist wirklich auch hier wichtig nochmal zu betonen. Auch die Zunge wird beim Trinken herausgestreckt und um die Brustwarze herumgelegt und bewegt sich peristaltisch von vorne nach hinten. Also das ist ungefähr die Saugbewegungen, die passiert, wenn ein Kind an einer Brust saugt. Super spannend und gut erklärt. Wie sieht das denn im Unterschied dazu bei der Flasche aus? Beim Trinken an der Flasche ist das ganz anders und wir beobachten, dass der Mund nicht wie bei der Brust weit geöffnet ist, sondern eher schmal geöffnet wird und die Lippen zusammengepresst sind und um den Sauger liegen. Es findet hier eine minimale Kieferbewegung statt, da diese nicht benötigt wird, um die Milch zu gewinnen, weil man nicht so effektiv saugen muss wie an der Brust. Und die Kontrolle der Milch ist auch nur bedingt abzugeben, da diese ohne große Mühe in den Mund fließt, weil ja die Schwerkraft einfach da ist. Das heißt, wenn ich die Flasche hochhalte, dann fließt eben automatisch die Milch und das Kind muss da gar nicht so viel zutun. Und um den Milchfluss zu stoppen, muss der Sauger zugedrückt werden. Das bedeutet, das passiert mit der Zunge. Die Zunge wird an den Gaumen gedrückt, also nach oben gedrückt und dadurch wird der Milchfluss reguliert. Das heißt, diese peristaltische Bewegung, wie es an der Brust ist, dass die sich um die Brustwarze legt, nach vorne und nach hinten bewegt wird, gibt es gar nicht. Die wird eigentlich nur nach oben und nach unten bewegt. Ich glaube, so wie du das jetzt wirklich auch bildlich, wie ich finde, beschrieben hast, kann man sich schon ganz gut vorstellen und auch verstehen, dass das Saugen einfach ganz unterschiedlich ist. Aber um es noch deutlicher zu machen, hast du doch noch ein kleines Beispiel hier. Ja, uns dabei, oder? Wir machen einen kleinen Test mit euch und auch mit dir hier, liebe Anja. Wenn ihr Lust habt oder vielleicht gerade nicht Auto fahrt, aber vielleicht jetzt nicht mehr, das macht ihr dann später, wenn ihr zu Hause seid, dann machen wir hier mal einen kleinen Test mit euch. Der geht ganz einfach. Ihr braucht tatsächlich nur eure Hand und euren Unterarm dafür. Also wenn ihr gerade einen Pulli oder ähnliches anhabt, dann stülpt den doch mal ganz kurz nach oben. Man kann es nämlich ganz gut demonstrieren, wie der Unterschied beim Saugen ist. Und so merkt man es auch relativ schnell ganz gut. Wir beginnen, dass ihr einfach mal euren kleinen Finger in den Mund nehmt und daran saugt.
sieht bestimmt lustig aus. Genau. Da merkt ihr eine bestimmte Saugbewegung. Die ist ungefähr ähnlich wie an der Flasche. Wenn wir jetzt den Unterschied herausfinden wollen, nehmt ihr bitte einmal euren Unterarm und saugt an eurem Unterarm. Und da merkt ihr, wenn ihr das durchgeführt habt, ich habe jetzt einen kleinen blauen Fleck und du? Schatz, wenn du dich fragst, wo dieser Knutschfleck an meinem rechten Unterarm herkommt. Von mir. Marie war's. Ja? Aber daran kann man gut erkennen, wie unterschiedlich das Saugen ist. An dem kleinen Finger legt ihr die Lippen eben eng um den Finger drum herum und das Saugen ist ein anderes. Und am Unterarm müsst ihr wirklich den Mund, beziehungsweise die Lippen aufspreizen, die Zunge macht eine ganz andere Bewegung. Ihr merkt, der Kiefer ist anders mit dabei. Also ihr könnt das auch gerne nochmal durchführen und vielleicht nochmal kurz zurückspulen und hören vielleicht, was ich gesagt hätte, wie die anderen Saugbewegungen sind. Und dann merkt ihr relativ schnell, dass wirklich ein großer Unterschied hier ist. Finde ich total. Also für mich war das jetzt echt eindrücklich. Danke, dass du diesen kleinen Test mit uns gemacht hast. Bin auch sehr dankbar, dass das jetzt mit Hand und Unterarm ging und ich mich nicht freimachen musste. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, was jetzt hier kommt. Da kommt ja vielleicht noch was an. Ja, ich habe noch schöne Aufgaben für dich dabei. Aber ich finde, jetzt wird auch klar, warum man bei stillenden Frauen erstmal den Schnuller zu Beginn eigentlich nicht empfiehlt, oder? Ja, du hast vollkommen recht. Ein Schnuller oder die Flasche sollten erst eingesetzt werden, wenn das Stillen gut etabliert ist. Sonst kann es zu der sogenannten Saugverwirrung kommen. Düdüm, das ist ein Begriff. Ich glaube, da solltest du noch mal 1-2 Worte wirklich mehr dazu verlieren. Was ist denn eine Saugverwirrung? Man hört und liest das so häufig. Komm, wir bringen heute mal Licht hier ins Dunkel. Gerne. Eine Saugverwirrung tritt auf, wenn ein Baby Schwierigkeiten hat zwischen dem Saugen an der Brust und dem Saugen an einem Schnuller oder an einer Flasche zu wechseln. Das kann vorkommen, dass Babys, die einen Schnuller erhalten, ja, da eben Schwierigkeiten hin und her zu wechseln und eben dann auch die Schwierigkeit haben, an der Brust wieder zu trinken. Dennoch ist es wichtig, hier auch zu betonen, dass das nicht bei jedem Baby der Fall sein muss und manche das von vornherein auch sehr gut hinkriegen können. In unseren Erfahrungen als Hebammen haben wir sowohl beides erlebt. Ne? Es gibt Kinder, die schaffen diesen Wechsel von Beginn an problemlos. Andere haben eben Probleme und Mühe, eben diesen Saugunterschied ja zu unterscheiden und eben richtig und gut eben an der Brust zu saugen. Und dadurch, dass man ja aber nicht weiß, welches Kind hat man und wie macht das Kind, ist es oder raten wir eher dazu, den Schnuller und die Flasche eben dann erst einzusetzen, wenn das Kind gut an der Brust trinkt und es hier keine Probleme gibt. Das Stillen sozusagen gut etabliert ist. Ja, genau. Die alte Hebammenweisheit, die immer weitergegeben wird. Wo wir gerade beim Thema Schnuller sind, steigen wir doch da mal noch ein bisschen näher drauf ein. Was sagst du dazu, Marie? Schnuller, ja oder nein? Deine persönliche Meinung. So, hau mal raus. Wichtige, genau, die Frage aller Fragen. Ich muss sagen, ich verteufel den Schnuller nicht. Ich auch nicht. Nein, das glaube ich ist auch falsch. Und ich glaube, ich kläre auch gerne noch auf warum. Denn dieser kann in manchen Situationen wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Aber bevor ich das weiter ausführe, möchte ich nochmal vielleicht einen kleinen Schritt zurückgehen und erklären, warum die Babys einen Schnuller haben oder dieser in den Familien auch so beliebt ist. Weil ich glaube, wenn man das versteht, kann man den nochmal anders einsetzen oder ja, kann sich dazu nochmal eine andere Meinung bilden. Total gerne, wie man hat. Säuglinge haben nämlich ein natürliches Bedürfnis zum Saugen. Säugling, wie der Name ja auch schon sagt. Das Saugbedürfnis kann in 2 verschiedene Kategorien aber unterteilt werden. Einmal in das nutritive Saugen und das non-nutritive Saugen. Das sind 2 unterschiedliche Arten oder Kategorien, wie ich gerade schon gesagt habe. Aha, so geht's jetzt sicherlich vielen da draußen. Was soll das denn sein? Was soll das denn? Erklär uns doch nochmal genau, was ist das denn eigentlich genau? Das nutritive Saugen bedeutet oder ist eigentlich das nährende Saugen oder als das nährende Saugen bekannt und dient zur Nahrungsaufnahme. Das bedeutet, dass das Saugen für die Babys überlebenswichtig ist, um die Nahrung von der Brust oder der Flasche aufzunehmen. Das andere, das non-nutritive Saugen, ist genau das Gegenteil. Also es ist nicht das nährende Saugen oder wird als das nicht nährende Saugen bezeichnet und befriedigt das Saugbedürfnis und hilft den Säuglingen, sich so zu beruhigen, wenn sie beispielsweise unruhig sind, sich nicht wohlfühlen oder auch weinen und kann deshalb auch als Einschlafhilfe verwendet werden und da dann eben in Form von einem Schnuller zum Beispiel. Heute erfahren wir aber ganz schön viel. Ja, ich hau hier heute was raus, also ich weiß. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, ob das bei jedem
Säugling immer gleich stark ausgeprägt ist oder gibt es da vielleicht Unterschiede? Da gibt es Unterschiede und das Bedürfnis ist bei jedem Kind auch unterschiedlich ausgeprägt. Doch ist es nochmal wichtig zu erwähnen, dass während einer Stillmahlzeit zu Beginn immer das nutritive Saugen vorsteht, weil natürlich die Kinder Hunger haben, ne? Dass die Nahrung eben aufgenommen werden muss und das gegen Ende zum Beispiel einer Stillmahlzeit oder einer Flaschennahrung eben in das andere wechselt bzw. abgelöst wird. Und dadurch werden eben beide Bedürfnisse eines Neugeborenen bzw. Säuglings befriedigt. Und man kennt's ja, ne? Wie Kinder vor allem zu Beginn schlafen ja dann an der Brust ein, ne? Also sie nehmen erst die Nahrung auf, dann geht es in so ein kleines Nuckeln über und schlafen dann oft an der Brust oder dann direkt an der Flasche ein. Und man kann das ja auch so ein bisschen an den Kieferbewegungen erkennen. Am Anfang saugen sie wirklich effektiv, ne, nehmen die Nahrung dann auch auf, sowohl Flasche und Brust. Und irgendwann sind es nur noch leichte Kieferbewegungen, die stattfinden. Und dann merkt man, okay, jetzt kommen wir vielleicht wirklich in dieses andere Saugbedürfnis rein. So, ich lasse dich jetzt noch nicht ganz vom Haken, was das Thema Schnuller angeht. Marie, du hast gesagt, da kommen wir gleich dazu. Ja. Was machen wir denn jetzt mit dem Schnuller? Ich glaube, da gehen wir noch mal mehr drauf ein. Die Frage ist, willst du die kurze oder die lange Fassung? Lang natürlich. I mean, okay. Was ist das für eine Frage? Ich glaube, ich versuche es trotzdem kompakt zu halten. Wichtig ist hier, glaube ich, sich selbst zu fragen, ihr euch als Frau, möchte ich stillen oder eben nicht? Denn wenn nicht gestillt wird, kann natürlich ein Schnuller direkt verwendet werden. Dann ist das Saugen an Schnuller und Flasche so ähnlich, dass es da eben zu keiner Saugverwirrung kommt. Wichtig ist aber, wenn ihr stillen möchtet, dass man da eben dann aufpasst und das Stillen eben schaut, dass das eben erstmal gut etabliert ist. Und dann kann es ratsam sein, dass ihr in die ersten 3 bis 6 Wochen eben auf einen Schnuller verzichtet und ihn dann danach erst einführt. Und der Grund dahinter, den habe ich euch ja gerade erklärt, ist nämlich eben die Saugverwirrung. Und Neugeborene sollten eben zuerst lernen, richtig an der Brust zu saugen, da das Saugen an der Brust, wie wir schon festgestellt haben, eine völlig andere Saugbewegung ist und das auch wirklich nochmal etabliert werden sollte, damit ihr eben auch eine tolle Stillbeziehung aufbauen könnt, dass es hier keine Probleme gibt, ne? Dass ihr vielleicht auch keine wunde Brustwarzen habt, weil ja wirklich viele Sachen da auch nochmal raus resultieren können. Und wenn es gut etabliert ist, dann könnt ihr natürlich den Schnuller nehmen und dann kann er hier auch zum Einsatz kommen. Wichtiger Hinweis hier nochmal an dieser Stelle ist, dass der Schnuller, wenn ihr ihn verwendet, bitte bewusst eingesetzt wird und nicht als, ja, wir nennen es immer Stöpsel, verwendet werden sollte. Worauf sollte man achten, wenn man den Schnuller gibt? Du hast gerade schon angesprochen, dass dieser nicht als Stöpsel, so schön, wie wir das immer betiteln, verwendet werden sollte. Gibt es da noch weitere Punkte, was du unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht raten würdest? Ja, 4 habe ich noch mit dabei. Fangen wir mit Punkt 1 an. Verwendet den Schnuller so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Ich glaube, da hält man sich ganz gut dran, dass man ihn nicht permanent eben im Mund hat. Aber es gibt eben Situationen, da kommen wir gleich nochmal rauf, wo er eben sehr hilfreich sein kann. Und dann kann man ihn natürlich verwenden. Und ja, um dieses non-nutritive Saugbedürfnis einfach zu befriedigen, ne? Nämlich dadurch, wenn man den Schnuller verwendet, kommen vielleicht die Kinder zur Ruhe, ne? Und sie nehmen es dann auch oder den Schnuller dafür, sich selbst zu regulieren, ne, runterzukommen, abzuschalten, in den Schlaf zu finden. Und da kann der Schnuller eben helfen. Als 2. Punkt, wenn der Schnuller zum Einsatz kommt, sollte das Baby so lange an dem saugen dürfen, bis das Bedürfnis erfüllt ist. Also es bringt nicht zu sagen, du darfst jetzt 5 Minuten an dem Schnuller saugen, dann nehme ich ihn dir weg. Dann ist das Geschrei nämlich groß. Also dann lasst, wenn ihr einen Schnuller verwendet, dann darf das Baby auch so lange daran saugen, bis es sich beruhigt hat oder auch eingeschlafen ist. Und dann kann der Schnuller wirklich bewusst weggelegt werden. Und sollte zum Beispiel auch nach dem Einschlafen der Schnuller herausfallen und ja praktisch neben dem Kind liegen, sollte er auch nicht zurück in den Mund gesteckt werden, sondern dann könnt ihr ihn einfach wegnehmen. Als 3. Punkt würde ich gerne noch mit auf den Weg geben. Es ist ja so ein bisschen komplex manchmal. Manche Familien hätten ja gerne, dass die Kinder ein Schnuller mit ihm etabliert wird, wenn das zum Beispiel das Stillen gut da ist. Aber manche Kinder mögen es ja einfach nicht, ne? Da kann man so oft den Schnuller da reinstecken, wie man eben möchte. Und ich glaube, das sollte man akzeptieren. Ich glaube, das ist wichtig, dass man hier nicht ihn eben aufzwängt und sagt, du nimmst jetzt den Schnuller. Weil die Kinder, glaube ich, schon sehr gut selbst entscheiden können, was brauchen sie und was nicht. Absoluter Funfact hier, glaube ich, an dieser Stelle. Ne? Wir zwei Hebammen, die hier rund ums Thema Schnuller, ne? Ich denke, man hat immer eine Antwort auf alles. Wir hatten beide Kinder, die keinen Schnuller
genommen haben. Ich glaube, wir haben alles gegeben. Wir haben alles gegeben. Wir haben alles gegeben. Wir haben alles versucht. Wirklich, wir haben sämtliche Produkte und Erfindungen ausgetestet. Weil wir ja wissen, wie hilfreich er in manchen Situationen sein kann. Sind wir ja mal ehrlich. Ne? Erleichtert einfach viele Situationen. Ja. Aber wir waren, ja, unsere Kinder. Unser Latein. Wollten ihn nicht. Wir waren mit dem Latein am Ende, wirklich. Unsere Kinder wollten ihn einfach nicht und das haben wir dann auch so akzeptiert. Mussten wir. Ja, also wir können es verstehen, wenn man es gerne hätte, aber es nicht funktioniert. Wir haben es beide durchlebt, aber irgendwann muss man es eben auch akzeptieren, weil das bringt ja auch nichts, da ständig den Schnuller dann eben aufzudrücken. Und als letzten Punkt wirklich nochmal zu sagen, dass der Schnuller den Körperkontakt nicht ersetzt. Denn Trost, Nähe, Wärme und Zuwendung, die man dem Kind eben schenkt, sind genauso wichtig, um die Bedürfnisse eben zu stillen und in solchen schwierigen Situationen eben auch zu begleiten. Aber er kann eben zusätzlich eben zur Beruhigung sorgen, aber sollte eben nicht als Ersatz dafür verwendet werden. Toll, danke Marie für den wertvollen Input. Vorhin hattest du es kurz angesprochen, dass der Schnuller in manchen Situationen sehr hilfreich sein kann. Kannst du uns da vielleicht noch mal konkreter ein paar Situationen nennen? Mhm, gerne. Zum Beispiel bei kranken oder auch frühgeborenen Kindern. Denn bei kranken oder auch frühgeborenen Kindern kann es sein, dass es hier sehr gut oder hilfreich sein kann, den Schnuller zu verwenden. Vor allem, wenn unangenehme Untersuchungen anstehen, die durchgeführt werden müssen, kann es hilfreich sein. Oder wenn die Eltern nicht immer vor Ort sein können, dann kann eben Trost und Nähe zum Beispiel nicht gespendet werden. Und dann kann der Schnuller hier wirklich toll und hilfreich eingesetzt werden. Das konnten sogar einige Studien zeigen, dass Frühgeborene vom Saugen am Schnuller profitieren, vor allem wenn kein Haut- oder Körperkontakt möglich ist oder eben das Stillen noch nicht richtig etabliert ist. Bei zu viel Milch zum Beispiel kann das auch hilfreich sein, denn hier nochmal hier kurz zur Erklärung, Frauen, die sehr viel Milch haben, da kommt es auch häufig mal vor, dass die Babys nach der Stillmahlzeit sehr unruhig sind. Und das ist eben der Fall, weil wir hatten es ja von diesen zwei verschiedenen Saugbedürfnissen eben, dass diese eben bei diesen Frauen nicht immer beide erfüllt werden können. Klar bekommen die Kinder genug Nahrung und sind dann satt, aber sie können nicht in dieses non-nutrive Saugen kommen, weil die Milch weiter so reinschießt, dass sie sagen, okay, ich gehe von der Brust weg, weil sonst habe ich einfach zu viel Nahrung, aber können dieses beruhigende Saugen eben oder können in dieses beruhigende Saugen nicht kommen. Und dann kann es hier auch sein, dass es hilfreich ist, zum Beispiel einen Schnuller einzusetzen. Und als letzten Punkt, glaube ich, den ich hier auch noch mal groß anbringen möchte, diese Situation kennt jeder, jede Mutter, jeder Vater, jeder Eltern. Diese Situation im Alltag, die irgendwann jede Familie mal an einen Punkt bringen, nahe der Verzweiflung, Tränen vielleicht auch schon fließen, weil doch die Zeit manchmal sehr aufreibend sein kann, wie zum Beispiel abendliches Weinen oder unruhiges Verhalten über den Tag, Autofahrten, die vielleicht nicht so verlaufen und doch viel Geschrei ist, ne? Und es alles irgendwie nicht so läuft wie geplant. Man irgendwie viele To-Dos an einem Tag hat, die erledigt werden müssen, aber man da irgendwie nicht so hinterherkommt. Und ja, also es gibt ja viele herausfordernde Situationen und da kann es natürlich auch hilfreich sein, einen Schnuller dabei zu haben. Wenn beispielsweise aber Körperkontakt oder das Tragen zum Beispiel nicht ausreicht. Weil wir hatten ja schon gesagt, dass Körperkontakt, Nähe und Trost auch wichtig sind, um diese Bedürfnisse zu erfüllen bzw. zu stillen. Wenn das aber nicht ausreicht, dann kann es auch gut sein, den Schnuller hier nochmal einzusetzen und dann kann er der Rettungsanker in der Not sein. Bei uns leider nicht, Anja, haben wir leider festgestellt. Aber vielleicht bei euch und bei vielen anderen. Wichtig aber da auch nochmal zu sagen, dass ihr vorher nochmal kurz abcheckt und die Liste in eurem Kopf durchgeht. Könnte es doch vielleicht daran liegen, dass das Kind gerade unruhig ist, weil es vielleicht noch Hunger hat, die Windel vielleicht voll ist oder irgendein anderes Bedürfnis gerade nicht befriedigt wird. Wenn ihr aber sagt, nee, alles ist erledigt, die Windel ist irgendwie gewechselt, das Kind ist gestillt bzw. hat die Flasche bekommen, es kann eigentlich nicht sein und es ist unruhig, dann probiert es doch einfach mal mit dem Schnuller aus. Und nochmal als letzter Stelle der wichtige Hinweis, der Schnuller sollte nicht aufgezwungen werden, sondern lediglich angeboten. Und ihr seht und hört, beziehungsweise seht nicht, ihr hört hier zwei Mütter, die es auch dennoch irgendwie geschafft haben, durch diese Zeit zu kommen. Auch wenn es manchmal wirklich schon auch herausfordernd war. Ja, man muss halt sich andere Tricks auf einmal überlegen, ne? Wie wir eben dieses Bedürfnis stillen können. Danke, Marie, für den Überblick. Ich glaube, jede Familie kennt diese herausfordernden Situationen. Doch ein Thema brennt mir jetzt wirklich noch unter den Fingernägeln. Und das ist ja wirklich auch ein Thema, was uns in unserem Hebammenalltag tagtäglich begegnet. Und die Frage bekommen wir auch wirklich eigentlich immer gestellt bei jeder Betreuung. Das ist nämlich das Thema Daumen oder Schnuller. Was meinst du, ist besser? Gibt es überhaupt ein besser? Was ist so deine Einschätzung dazu? Willst du meine Meinung dazu auch noch hören?
Lass mich heute nicht vom Haken. Ich habe das angekündigt. Ich glaube, hierzu muss man zuerst mal sagen, dass das die Kinder oft selbst entscheiden, ob sie den Daumen oder den Schnuller bevorzugen oder welches der beiden gewählt wird. Wie gesagt, wie bei uns auch. Wir können unseren Kindern den Schnuller nicht aufzwingen. Bei uns war es auch nicht der Fall. Manche wählen einfach den Schnuller, manche wählen eben den Daumen und das muss man dann eben auch so akzeptieren und eben einfach hinnehmen. Trotzdem muss man sagen, dass die aktuellen Empfehlungen eher zum Schnuller gehen statt zum Daumen. Kannst du da kurz vielleicht drauf eingehen, warum das eher so empfohlen wird? Ja, weil die Kinder, die am Daumen lutschen, oft oder öfter Kieferfehlstellungen und Probleme mit den Zähnen bzw. dem Gebiss bekommen. Auch ist der Daumen zu jeder Tages- und Nachtzeit eben vorhanden und kann auch individuell alleine vom Kind eben benutzt werden, weil es ist ja schließlich an dem Körper dran, ne? Aber da ist es natürlich eben auch schwieriger, das Daumenlutschen dem Baby abzugewöhnen, weil den Schnuller kann ich wegnehmen, aber der Daumen ist halt immer verfügbar. Da fällt mir die Geschichte vom Strudel, Peter. Das waren noch Erziehungsmaßnahmen, ne? Schnipp, schnapp, Daumen ab, kann sich da auch noch erinnern. Wenn man heutzutage alte Kinderbücher generell liest, da fragt man sich manchmal wirklich, da kriegt man selbst Angst. Ne? Wirklich, die Geschichte vom Daumenlutscher, gruselig, hab ich noch ganz schlimm in Erinnerung. Ich auch, hat man wirklich Angst gehabt. Hat mich negativ geprägt mein ganzes Leben, wenn du mich fragst. Hattest du einen Schnuller oder einen Daumen? Ich war tatsächlich Daumenlutscherin. Ja, ganz schlimm. Ganz siehst schlimm, du? Deswegen. Wir haben das unseren Kindern weitergegeben. Ich war das wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich. Ja. Naja. Danke, liebe Marie. Gibt's noch was, was du abschließend heute in dieser Folge den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Ja, eine Sache zum Schluss möchte ich gerne nochmal mitgeben. Es ist ein bisschen, ja, ein schwierigeres Thema, aber trotzdem sehr, sehr wichtig, hier einmal drüber zu sprechen. Es geht um den plötzlichen Kindstod. Denn die Babys, die mit Muttermilchersatznahrung ernährt werden, also die Flasche bekommen, sollen zur Prophylaxe bzw. zur Prävention vor dem plötzlichen Kindstod einen Schnuller zum Einschlafen bekommen. Denn diese schlafen etwas tiefer als eben die gestillten Kinder. Und wenn sie den Schnuller im Mund haben, dann verändert sich dahingehend auch nochmal das Schlafverhalten und sie schlafen nicht so tief. Trotzdem muss man sagen, wenn sie eingeschlafen sind und der Schnuller herausgefallen ist, muss der nicht erneut wieder zurück in den Mund gesteckt werden, sondern kann dann weggenommen werden. Danke, dass du das noch angebracht hast. Das war wirklich nochmal sehr wichtig zum Abschluss. Marie, vielen Dank, dass du heute alle Fragen so toll beantwortet hast. Und ja, ich glaube, wir beide hoffen, dass ihr nun das Saugen der Neugeborenen und Säuglinge besser verstehen könnt, vielleicht auch einen kleinen Einblick mehr in das Thema bekommen habt. Bis dahin, eure Anja und Marie.